Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Mavic. Ja, heute wollen wir uns mal eine ganz wichtige neue Funktion des Kopfes anschauen, und zwar die Autofokus-Funktion. Die hat ja schon im Vorfeld für viel Furore gesorgt, zum einen, weil es ein absolutes Novum ist bei Multikoptern, dass die überhaupt fokussieren können. Fast alle anderen Kopter haben Fixfokus-Kameras, es sei denn, sie tragen eine DSLR oder ähnliches nach oben. Und das hat auch für einiges an Verwirrung gesorgt, denn viele, viele Leute haben den Mavic nicht richtig fokussiert und haben dann auch entsprechende Bildqualität hochgeladen, die nicht so wirklich hundertprozentig ist. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist auch gar nicht so einfach mit dem Fokussieren, und deswegen gehen wir da heute mal detailliert auch darauf ein. Das machen wir hier im Studio, denn draußen sieht es aktuell so aus, und da kann man schon erkennen, dass man nicht viel erkennen kann und dass ein Fokustest draußen, zumindest aktuell bei dem Wetter, wohl wenig Sinn hätte. Das war übrigens ein Foto, was mit dem Mavic geschossen wurde, und da könnt ihr schon so ein bisschen dran erkennen, dass die Fotoqualität nicht wirklich schlecht ist. Wir werden natürlich aber hier noch detailliert später in einem der weiteren Filme auf die Foto- und Videoqualität des Kopters eingehen. Heute schauen wir uns zunächst einmal die Autofokusfunktion an. So, ich habe hier mal den Mavic an mein iPad Mini angeschlossen, und hier wollen wir uns jetzt diese Fokusfunktion einmal genauer anschauen. Wenn man den Mavic das erste Mal einschaltet, dann sieht das Bild eigentlich ganz ordentlich aus, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen, denn hier wird nichts automatisch scharf gestellt. Zumindest in der aktuellen Firmware-Version vom Oktober 2016 ist es also so, dass wir keinen wirklichen automatischen Fokus haben, der ja selbstständig fokussiert, sondern wir sind dafür verantwortlich zu fokussieren, und wenn wir das nicht machen, dann bekommt man ein eher durchschnittliches, ja vielleicht sogar schlechtes Bild. Ja, und um diese Fokussierung vorzunehmen, muss man auf die entsprechenden Punkte im Bild drücken, damit hier fokussiert wird. Ihr kennt das ja vielleicht von der bisherigen App. Wenn man da irgendwo hingedrückt hat, dann war die Belichtung dort oder wurde die Belichtung auf diesen Punkt hin entsprechend angepasst. Und hier gibt es jetzt einen zweiten Modus, den schaltet man um über dieses gelbe Symbol da oben. Das ist im Moment die Belichtung, und sobald wir das umschalten, erscheint hier ein grünes Quadrat mit der Bezeichnung AF für Autofokus, und das gibt dann an, wo fokussiert wird. Hier darf man sich aber nicht davon täuschen lassen, dass jetzt hier irgendwas automatisch passiert oder dass immer auf diesen Punkt fokussiert wird, denn ihr seht ja, hier passiert jetzt aktuell rein gar nichts. Der fokussiert nicht auf diesen Punkt, sondern ich muss wirklich dann da drauf tippen, und dann wird entsprechend auf diese Stelle im Bild fokussiert. Und ihr seht, jetzt ist der Würfel scharf, und wenn ich jetzt hier hinten zum Beispiel mal in den Hintergrund klicke, dann wird dort hinten scharf gestellt und dann ist das scharf. Wie gesagt, der stellt das allerdings nur einmalig ein, und dann behält er diese Fokusebene. Und wenn man dann zum Beispiel näher ranfliegen würde, würde er nicht neu fokussieren. Ja? Das heißt, es ist also ganz wichtig, dass man während des Fliegens immer wieder kontrolliert, bin ich noch im Fokus, und zur Not muss man eben entsprechend neu fokussieren. Und das geht, wie gesagt, relativ easy, indem man einfach auf die Stelle drückt, aber man muss es halt machen. Ja, das geht auch während der Aufnahme. Wenn wir jetzt hier mal eine Aufnahme starten, ich wechsle mal hier in den Kameramodus, in den Filmmodus. Und wenn wir hier die Aufnahme starten, dann läuft das jetzt. Jetzt ist da hinten fokussiert, und jetzt klicke ich hier hin. Und dann wird die Schärfe auf diesen Punkt verlegt. Das dauert ein bisschen, aber ihr seht, das funktioniert also auch während der Aufnahme. Und ja, wenn sich eure Perspektive ändert, wenn sich die Fokusebene bei euch ändert, dann ist es ganz wichtig, dass man eben hier immer wieder manuell nachfokussiert. Ja, das ist also die Fokusfunktion als solche. Wie gesagt, hier kann man die an- und ausschalten, beziehungsweise die Benutzung des Bildschirms an- und ausschalten. Es gibt aber auch noch einige Einstellungen zur Fokusfunktion, und die schauen wir uns jetzt einmal gerade an. Dazu gehen wir mal hier in die
allgemeinen Einstellungen. Wenn wir dann hier einfach mal oben anfangen, dann haben wir direkt nach den Einheiten hier den Punkt Kamera. Hier gibt es die Hardware-Dekodierung, die ein bisschen abhängig ist von dem Smartphone oder Tablet, was ihr benutzt. Und die nächsten drei Punkte, das sind Punkte, die betreffen alle die Fokussierung. Da haben wir zunächst den Schwellwert für den Peak-Fokus. Der ist standardmäßig ausgeschaltet und ich gebe euch den Tipp, den auf jeden Fall einzuschalten. Denn das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, auch wenn es ein bisschen blöder aussieht, aber es ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um zu erkennen, ob man richtig fokussiert hat. Wir wählen das mal aus und dann erscheint hier ein Dropdown-Menü mit Prozentwerten, 70, 80 oder 90%. Und was diese Funktion macht, ist, sie prüft Kanten und sie prüft den Schärfekontrast dieser Kanten. Und wenn dieser Schärfekontrast eine bestimmte Wertigkeit hat, dann wird dieser Rand rot aufgezeichnet. Und je kleiner der Wert ist, umso mehr wird entsprechend, auch umso weichere Kanten werden entsprechend rot markiert. Und je höher der Wert ist, umso weniger scharfe Kanten werden markiert. Für den Anfang würde ich euch raten, fangt mal mit 80% an. Und wenn wir das jetzt mal hier gemacht haben, dann seht ihr schon, dass sich hier hinten etwas verändert hat. Die Sachen, die dort hinten stehen, die haben jetzt plötzlich alle einen roten Rand. Ich zeige euch das, wenn wir jetzt mal umfokussieren, das war falsch, umfokussieren auf den Würfel hier vorne zum Beispiel. So, dann seht ihr, dass der jetzt hier rote Kanten hat und daran erkennt man eben, dass da fokussiert worden ist. Die sind ganz schwach und wenn ich jetzt hier diesen Schwellwert nochmal etwas absenke, zum Beispiel auf 70%, dann werden diese roten Kanten stärker. Und wenn ich den Schwellwert zum Beispiel auf 90 erhöhe, dann werden die weniger. Ich hoffe, ihr könnt das im Video erkennen. Je kleiner der Wert ist, umso mehr wird als scharf dargestellt. Und da kann man eben die Fokusebene recht gut erkennen. Wie gesagt, 80% solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da könnt ihr dann schon direkt im Bild sehen, wo gerade fokussiert ist. Und das ist, wie gesagt, eine extrem wichtige Sache, damit man hier eben nicht falsch fokussiert. Ja, aber es gibt noch weitere Einstellungen. Die nächste Einstellmöglichkeit ist hier Enable Manual Focusing. Das halte ich für auch so ein bisschen, sagen wir mal, unglücklich übersetzt, weil das auch impliziert, dass es eine manuelle Funktion und eine automatische Funktion gibt. Und da darf man sich halt nicht von täuschen lassen. Wenn man das einschaltet, dann ist jetzt hier ein neues Icon hinzugekommen mit der Bezeichnung AF und MF. Und AF ist halt der automatische Fokus, in der Form automatisch, dass ich hier den Punkt auswähle und dann wird eben selber durch den Kopter fokussiert. Ich kann hier umschalten auf MF, auf den manuellen Fokus und dann habe ich hier so eine Art Skala und anhand der Skala kann ich dann selber die Fokusebene auswählen und selber schauen, dass da entsprechend was scharf gestellt wird. Und ihr seht, hier ist auch MF und das ist jetzt auch weiß, also da muss jetzt hier an diesem mit Hilfe dieser Skala muss ich halt selber fokussieren. Was ich hier festgestellt habe, ist, dass zumindest aktuell das scheinbar noch nicht so hundertprozentig ist, weil selbst wenn ich das hier ganz einstelle auf unendlich, dann habe ich nur diesen Bereich hier hinten scharf, aber ich bekomme zum Beispiel jetzt hier diesen Bereich nicht mehr scharf, auch wenn ich ganz ans andere Ende der Skala gleite. Da würde ich ja anhand der Blume vermuten, dass es sich eher um Makroeinstellungen handelt, aber das scheint hier ganz weit zu sein, dann weit und bis auf, sagen wir mal, 2 Meter und man kommt jetzt nicht mehr in diesen Bereich ganz nah. Macht ja auch Sinn, in diesem Bereich würde man ja auch im Flug normalerweise gar nicht fokussieren. Aber zumindest kann die Kamera das. Wie ihr seht, könnten wir theoretisch mit diesem Automatikfokus auch darauf fokussieren. Ja, eine weitere Funktion, also im Moment nutze ich diese manuelle Geschichte eher nicht. Eine weitere Funktion ist hier die Long Press Operation. Und zwar ist es ja so, dass wenn ich hier lange drücke, dann erscheint so ein blauer Kreis und wenn ich den dann hoch und runter ziehe, dann wird hier der Gimbal bewegt. Das ist aber etwas, was man eigentlich ja so gut wie gar nicht nutzt, denn den Gimbal neigt man in der Regel über das Rädchen. Und hier kann man jetzt umschalten auf
Fokus. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das ist auch was, wozu ich euch auf jeden Fall rate. Denn wenn wir hier im Modus sind, wo wir die Belichtung auf einen Punkt legen können, dann kann man zwar diese Belichtung hier da drauf legen, aber man müsste jetzt, um zu fokussieren, wieder umschalten. Und hier ist es jetzt eben so, mit einem langen Tastendruck kann ich jetzt eben diesen Autofokus gleichzeitig auswählen und dann hier nicht nur die Exposure setzen, sondern auch fokussieren. Also so habe ich zwei Funktionen. Drücke ich nur kurz, dann habe ich nur die Belichtung, und drücke ich lang und halte ich gedrückt, dann wird eben auf diesen Punkt fokussiert. Eine sehr interessante Sache, wie ich finde, und sicherlich auch hilfreich, wenn man zumindest die Belichtung zusätzlich noch nutzt. Ja, das sind hier die Einstellmöglichkeiten bezüglich der Fokussierung, die man hier innerhalb der allgemeinen Einstellungen hat. Ich möchte euch aber auch noch auf eine weitere Sache hinweisen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde in der Praxis. Und das ist ebenfalls eine Einstellung, und zwar im Bereich der Fernsteuerung. Hier haben wir ja die Möglichkeit, Tasten zu belegen, die C1 und die C2-Tasten oder auch diesen Joystick. Und hier gibt es einen Punkt, der nennt sich Center Autofocus. Und standardmäßig ist zum Beispiel jetzt hier der Punkt C2 nicht belegt. Und da habe ich mir draufgelegt, diesen Punkt Center Autofocus. Und was dann passiert ist, dass beim Drücken auf C2, ich kann das mal gerade hier, so, beim Drücken auf C2 wird dann automatisch innerhalb der Mitte fokussiert. Das heißt, der Bildmitte hier wird dann geguckt, was ist da, und dann wird auf diesen Punkt fokussiert. Ich kann das jetzt auch mal, sagen wir mal so ein bisschen hier drehen, dass wir da so wieder drauf kommen. Dann drücken wir nochmal. Und jetzt wird eben darauf fokussiert. Das ist eine wunderbare Sache, wie ich finde, um schnell mal zwischendurch neu zu fokussieren. Man braucht nicht auf dem Tablet oder auf dem Smartphone rumzudrücken, sondern man drückt einfach den Knopf C2 auf der Rückseite und schon wird halt eben entsprechend das Bild in der Mitte fokussiert und man hat dann ein scharfes Bild. Soweit die neue Autofokus-Funktion hier am DJI Mavic. Ja, das ist sicherlich ein Novum in der Preisklasse und man muss sich erst daran gewöhnen, dass man jetzt hier fokussieren nicht nur kann, sondern auch fokussieren muss. Denn zumindest derzeit gibt es halt leider keine Funktion, die einem das Fokussieren abnimmt. Das gibt es in größeren Kameras. Ja, da gibt es so einen Sportmodus, da wählt man nur einmal aus, hier einmal die Mitte, und dann wird das immer permanent scharf gehalten, egal was so drumherum passiert. Das fehlt hier zumindest derzeit noch. Vielleicht kommt das ja noch, wenn die Prozessorleistung ausreicht, um permanent zu fokussieren. Ansonsten muss man halt eben darauf achten, dass man sauber zentriert. Ich kann euch nur raten, wie gesagt, nutzt diese Funktion der Fernsteuerung, das hinten drauf zu legen. Das erleichtert das Ganze und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran, dass man vor der Aufnahme einmal schnell hinten drückt oder auch das Fokus-Peaking einschalten, sodass ihr immer seht, okay, da sind die roten Ränder, das ist alles scharf. Vor allen Dingen, weil man ja hier an der Fernsteuerung nur ein relativ kleines Smartphone zumindest derzeit nutzen kann und da die Beurteilung der Schärfe sehr, sehr schwer fällt und dann schnell natürlich Fehler passieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Film so ein bisschen helfen. Falls ja, freue ich mich wie immer über nette Kommentare, einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter und gerne auch den Kanal hier abonnieren. Wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.